7 Uhr auf die Sekunde. Irgendwann werden die nochmal eine Uhr nach uns bitten. Wenn ich nicht bald was zu essen bekomme, dann wird man höchstens ein Grab nach mir benennen. Mach dir da mal nichts vor. Ja, super. So viel zum Thema Frühstück. Der Reifen ist im Arsch. Komm schon, das dauert keine 5 Minuten. Auf, Bocken, Reifen, Wechsel und weiter geht's. Komm nicht in Frage, du kennst die Vorschriften. Oh Mann, was soll denn passieren? Außer, dass ich verhungere. Polizeileitstelle Main für Siegfried 23, bitte kommen. Leitstelle hört. B258, kurz vor der Abfahrt Montreal, wenn man Platten. Soll ich euch eine Streife und einen Werkstattwagen schicken? Eine Streife reicht dir. Ah, Problem erledigt, die Kollegen aus Montreal kommen gerade. Euch schickt der Himmel. Wir dachten schon, wir müssten. Die Waffen weg! Waffen weg! Los, der Transporter ist fern! Oder ich schwöre, ich knall euch ab! Motorblock ist verrostet hier. Vielleicht sollst du lieber mal einen Fachmann ranlassen. Ja, na, vergiss es. Du bist doch dreimal so teuer, als was die Kiste wert ist. Ob du deinen Hintern verwetten kannst. Aber dafür kommt die Rostlaube dann vielleicht auch noch mal durch den TÜV. Wie vielleicht? Ich mach die Kiste klar und du hast die Plakette drauf, feiern. Ja, klar. Und dann? Du wickelst dich um den nächsten Baum und mir machen sie den Laden dicht. Vergiss es. Ja. Aber, Kilmer, was machst du da? Willst du, dass dir der Motorblock auf die Rübe knallt? Horst, ich hab an den Dingern schon rumgeschraubt, da bist du nur mit dem Tretroller gefahren. Also entspann dich, ja? So, jetzt hilft eh nur noch hohe Gewalt. Gib mir meinen Hammer. Horst, gib mir meinen Hammer. Auf der Klingel, die übrigens funktioniert. Polizeihauptmeisterin Kathi Beaver? Okay, Kollegen. Was genau soll das jetzt werden? Ist jemand aus der JVA Koblenz ausgebrochen? Melanie Marschall, LKA. Frau Beaver, ich nehme Sie wegen des dringenden Verdachts am Überfall auf einen Geldtransporter beteiligt gewesen zu sein. Vorläufig fest. Hä? Sehen Sie sich bitte an. Das ist jetzt ein Witz, oder? Also kein guter. LKA. LKA, okay, verstehe. Kilmer steckt dahinter, hm? Sie und Kilmer sind alte Kollegen und ich weiß zwar nicht, was das bedeuten soll, aber Sie können ihm gerne ausrichten, dass ich mich bei Gelegenheit revanchiere. Oh. Kilmer hat Sie nicht geschickt. Wenn Sie Widerstand leisten. Widerstand? Wie soll ich denn hier Widerstand leisten? Ich stehe hier nackt unter der Dusche. Vorsicht, alle in Deckung. Sie hat einen nassen Schwamm. Widerstand, geht's noch? So, ich gebe Ihnen jetzt genau 5 Sekunden, um aus der Dusche zu kommen. Eins. Das werde ich auch, sobald Sie mein Badezimmer verlassen haben. 3. Unterstehen Sie sich. 5. Ich komme jetzt rein. Also von der Statur her könnten Sie es gewesen sein. Es ist halt irritierend, wenn man die Gesichter sieht. Halt so ganz ohne Masken. Oder vielleicht, wenn die mal was sagen. Los, Transporter aufsperren oder ich schwöre, ich knall euch ab. Wer von den beiden hat das gesagt? Der Obama. Was? Ja, los, Transporter aufsperren oder was? Ich knall euch ab. Ja, ich knall euch ab. Aufsperren oder ich schwöre, ich knall euch ab. Und lauter und bedrohlicher. Ja, da wusste man gleich, der legt dich eiskalt um, der fackelt nicht lang. Mhm, klar. Da hast du keine Chance. Mhm.
oder ich schwöre, ich stelle euch ab! Na, gut. Genau so. So hat das geklungen. Das träume ich doch jetzt nur, oder? Ja, dass Sie von mir träumen, ist ja nichts Neues, aber das hier ist jetzt wie ein Albtraum, wie jedes Mal, wenn Sie drin auftauchen. Das wär's fürs Erste. Achso, Moment, eine Frage noch. Ihre genauen Routenpläne, wann Sie wo sind, waren die eigentlich Herrn Kilmer und Frau Bieber bekannt? Ja, sicher. Die gehen Anfang der Woche immer an die zuständigen Dienststellen raus. Danke. Ich fange jetzt mit den Ermittlungen an. Oder gibt es noch irgendwas Relevantes vorzubringen? Ja, allerdings. Die waren der Grund für die Reifenpanne. Auf einigen konnten wir Fingerabdrücke sicherstellen. Wer möchte anfangen? Sie wollen das jetzt wirklich bis zum bitteren Ende durchziehen, oder? Ja, klar. Für Sie sind wir auch eine dusselige Dorfscheriff, ne? Frau Marschall. Vorsicht, ja. Glauben Sie nicht ernsthaft, dass selbst wir clever genug wären, Handschuhe zu benutzen? Sie waren clever genug, Ihren eigenen Streifenwagen für den Überfall zu benutzen und ihn nach der Tat vor Ihrem Haus zu parken. Beantwortet das Ihre Frage? Ja, natürlich habe ich das gemacht. Ich bin damit gestern Abend nach Hause gefahren, wie jeden Abend. Die Motorhaube war noch warm, als wir den Wagen sichergestellt haben. Das war vor 30 Minuten. Dann hat ihn jemand gestohlen. Der Wagen war weder aufgebrochen, noch der Motor kurz geschlossen. Dann muss jemand den zwei Schlüssel gestohlen haben. Der hängt nämlich normalerweise hier. Im Schlüsselkasten? Ja. Finger weg! Oder wollen Sie Spuren verwischen? Ja, dann gibt's nur eine Erklärung. Dann ist der Dieb hier eingebrochen, hat den Zweitschlüssel geklaut, dann ab zu mir, Streifenwagen gestohlen, damit den Überfall verübt, danach den Streifenwagen wieder bei mir vom Haus abgestellt, dann zurück zur Wache, Schlüssel reingehangen und sich aus dem Staub gemacht. So, jetzt Sie. Wie soll denn dieser jemand in die Wache gekommen sein ohne Schlüssel? Vielleicht durch den Kamin? Als wir gekommen sind, war die Tür verschlossen. Es gibt drei Schlüssel, also einen habe ich. Einen hat Kilmer, einen hat Ralf. Und der kommt heute aus dem Urlaub zurück, deswegen hängt seiner da. Woraus wir was schließen? Wir schließen daraus, dass weder Sie noch ich oder wir beide den Überfall verübt haben. Und dass wir schon längst auf dem Weg zum Haftrichter wären, wenn Sie das beweisen könnten. Können Sie aber nicht. Tja. Was machen wir denn da? Ene, mene, mi und raus sind Sie. Und wenn Sie schon dabei sind, dann nehmen Sie ihn doch gleich mit, ja? Danke, auf Wiedersehen. Wir können gehen? Natürlich sind Sie bis auf Weiteres vom Dienst suspendiert und dürfen Montreal nicht verlassen. Irgendwie tickt die doch nicht mehr ganz sauber, oder? Wir sind die einzigen Tatverdächtigen und lassen uns einfach so laufen. Ja, aber ich meine, ohne die Beute fehlt dir natürlich der ultimative Beweis. Und wenn wir in Unhaft sitzen, sind wir aus dem Spiel. Ne? Und so hofft sie vielleicht, dass wir sie zum Geld führen und dass wir uns vielleicht streiten und so. Dann können Sie lange warten. Kathi, sagen Sie mal, was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Wobei? Es kann nur einer von uns beiden gewesen sein. Und ich war es definitiv nicht. Aber ich oder was? Das meinen Sie jetzt nicht im Ernst? Sie haben schon Leichen aus Kühlhäusern geklaut? Erstens waren es keine Leichen, sondern eine. Zweitens war sie nicht tot, sondern schockgefroren. Und drittens habe ich das ja wohl für uns gemacht, damit wir einen Fall haben und die Wache nicht geschlossen wird. Ja, aber das war ja auch schon absoluter Wahnsinn. Kann sein, aber hiermit habe ich wirklich nichts zu tun. Was? Außerdem waren es zwei Täter. Ja. Vielleicht haben Sie sich ja dafür so einen Obama irgendwo aufgerissen. Bitte? Ja, kann doch sein. Kathi, jetzt seien Sie doch nicht gleich wieder. Oh, ist aber auch empfindlich. Natürlich übernehme ich die Verantwortung dafür. Mindestens einer von den beiden steckt in der Sache mit drin. Ja, aber wir sind hier nicht in der Stadt. So Dörfler, die halten zusammen. Allerdings habe ich auch schon eine Idee, wie wir sie trotzdem kriegen. Nennen wir es eine Art trojanisches Pferd. Hola, muchachos! ¿Qué tal? Und da kommt's auch schon. Bis später. Hola! Wie war's auf Gran Canaria? Melanie Marshall, LKA. Wo sind denn... Kilmer und Pieper? Suspendiert. Echt? Ich auch? Nein, im Gegenteil. Sie arbeiten bis auf Weiteres fürs LKA. Als neuer Dienststellenleiter. Wow, Dienststellenleiter. Wieso denn suspendiert? Was haben die zwei denn jetzt schon wieder angestellt? Ich meine, das ist doch sicher alles nur ein Missverständnis, oder? Ich lasse euch zwei da mal alleine. Ihr habt ja bestimmt eine Menge zu besprechen. Kannst ja, wenn du willst, mal rüberkommen, Herr Dienststellenleiter. Tschüss. Ach,
doch, Liebchen. Gut, dass du kommst. Hör mal, die stellen mir das ganze Haus auf den Kopf. Ein Durcheinander ist das. Ich weiß, Oma. Die suchen die Beute. Was denn für eine Beute? Ja, die 600.000 für den Überfall auf den Geldtransporter. Ach, dass die dich verdächtigen, das ist doch... Oma, was hast denn du da? Wo? Na, da. Nix. Oma? Das ist privat. Mir ist gerade wirklich nicht nach Spielchen zumute. Was? Wo hast du das her? Das ist aus meinem Schließfach. Du hast kein Schließfach. Aus der alten Wäschetruhe unten im Keller. Das ist mein Gespartes. Das sind doch mindestens... Das sind 15.000 Euro. Und wieso liegt das nicht sicher auf dem Konto bei der Bank, sondern unter muffigen Federdecken bei uns im Keller? Kind, weil du den Banken heute nicht mehr vertrauen kannst. Das liest du doch jeden Tag in der Zeitung. Da bist du wahnsinnig. Wenn das LKA das hier... Das gehört mir. Ja, aber sie denken doch sofort, das Geld gehört zum Überfall. Deswegen muss es ja sofort aus dem Haus. Sicher ist sicher. Oma? Was denn hier? Super, danke. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Natürlich können Sie das. Sie sind Polizist, Sie wurden dafür ausgebildet. Aber wir sind nicht nur Kollegen, wir sind Freunde. Freunde? Na, wie man es nimmt. Würden echte Freunde so einen Coup alleine durchziehen, während Sie im Urlaub sind? Nein. Echte Freunde hätten gefragt, ob Sie mit dabei sein wollen. Und haben Sie gefragt? Nö. Nein. So viel zum Thema Freunde. Wissen Sie, Ralf, ich darf Sie doch Ralf nennen. Es ist ja so, dass wir beim LKA immer auf der Suche nach kompetenten Beamten sind. Helfen Sie mir, Ihre Kollegen zu überführen und Sie tragen in Zukunft Anzug und Krawatte bei der Arbeit. Und denken Sie dran, Kilmer weiß, wie meine Wohnung verwandt und er wird danach suchen. Und weil er weiß, wo man sucht, wird er sie auch finden. Weil er aber auch soll. Weil er, wenn er erstmal meine gefunden hat, nicht mehr nach denen sucht, die sie versteckt haben. Oder sie verstecken ihre Wanzen schon so raffiniert, dass er sie gar nicht findet. Oder so. Und die denken jetzt, du und die Kathi? Ja, ist albern, ne? Na ja, gut, wenn man genau nimmt, könnte aber dran sein. Was soll denn das heißen? Ja, du hast dir dein Leben doch auch anders vorgestellt, als hier am Arsch der Welt zu versauern. Geht's gut? Meine eigene Wache, bin mein eigener Herr, alles gut? Ja, klar. Warum nervst du beim Poker noch immer mit deinen Geschichten von früher? Kilmer, der Schrecken der Frankfurter Unterwelt. Mord, Totschlag, Drogenhandel, Prostitution. Und jetzt hier? Komm, Horst, jetzt tun wir nicht so, als ob du dich ab und zu auch mal die alten Zeiten vermisst, ha? Hier. Ja, erwachsene Männer, die ständig im Kreis fahren. Dreck, Lärm, 20-Stunden-Tage. Nee. Ach komm, dieser ganze Rennzirkus heute in Monza und dann in Monaco und die ganzen Mädels. Ist doch toll. Als Mechaniker hockst du nur in der Box rum und schraubst und reparierst. Party, Jetset, Boxenluder, das gibt es nur für die Fahrer. Naja, wenigstens hast du anständig verdient, ne? Ich meine, ey. Apropos. Was ist denn das? Das ist der Querlenker für deine Karre. Was ist das für eine Sprache? Willst du lesen oder das Teil einbauen? Das ist ein italienischer Wagen, ja? Und das ist definitiv nicht italienisch. Na gut, wenn du dir die Originalteile leisten kannst, dann besorge ich dir auch italienisches Tafelwasser für deinen Kühler. Sind Sie lebensmüde? Ich habe was gefunden. Und Sie glauben, ich bin so blöd, dass ich diese Masken in meinen eigenen Müll werfe, ja? Polizeischule, erstes Semester. Täter planen meist nur bis zur Tat. Und wenn alles geklappt hat, dann fangen sie vor lauter Euphorie an, Fehler zu machen. Aus Hochmut, Arroganz. Also das Geld hier, ja? Nur um das mal klarzustellen. Das gehört meiner Oma. Die mit Ihnen unter einer Decke steckt. Vermutlich ihr Anteil, damit sie verschweigt, wo der Rest der Beute ist. Entschuldigung, was bilden Sie sich eigentlich ein?
Ich meine, Sie kommen jetzt hier, ja, Sie und Ihr Hosenanzug mit der Frisur und meinen, Sie können jetzt hier alle verdächtigen, oder was? Meine Oma, das sage ich immer, meine Oma, die... Ralf, kannst du vielleicht auch mal was dazu sagen? Ich komme hier braun gebrannt meiner Luzi aus dem Urlaub zurück, hab nicht mehr Zeit, Hallo zu sagen. Und sie ist sehnsüchtig so wie diese... Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind so... Sagen Sie es nicht, Kathi, mach nicht. Ist besser. Boah, ist doch wahr. Hier, Ralf auch. Ralf? Ja, Ralf macht auch nur seinen Job. Genau. Wenn die wahren Täter überführt sind und der Fall gelöst ist, dann will ich ihn sowieso versetzen. Was? Kann er doch nicht machen, oder? Theoretisch schon. Ralf, Verbrechensbekämpfung heißt auch blindes Vertrauen in die Kollegen. Soll ich jetzt im Ernstfall mein Leben einem Kollegen anvertrauen, der mich für einen Kriminellen hält? Nein. Aber... Naja, wie gesagt, theoretisch. Praktisch sitzen die beiden in ein paar Tagen in der JVA und Sie in einem voll klimatisierten Büro in Koblenz. Der beim LKA. Du traust mir nicht zu, oder was? Doch, natürlich. Ja. Du bist ja auch ganz groß im nach oben schlafen. Oh, du hast es gerade nötig. So, jetzt hört man mit dem Kindergarten auf, ja? Frau Marschall, was ist denn eigentlich mit den Fingerabdrücken? Die Untersuchung läuft noch. Ich kann auch sagen, wohin die läuft. Ins Nichts. Abwarten. Ich kriege sie. Los, dann kriege ich Angst. Also ich werde jedenfalls meiner Oma sagen, sie soll erstmal ihr Geld nachziehen, wenn sie es zurückbekommt. Man weiß ja nicht mehr, wie man heutzutage noch trauen kann. Ja, wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Ich hätte doch gelacht, wenn wir den Fall nicht als Erste lösen. Ja, genau. Wie soll man das anstellen? Naja, die das Ding gedreht haben, die müssen auf jeden Fall einen super Plan gehabt haben, um an unseren Zweitschlüssel für den Streifenwagen zu kommen. Die müssen über alles genauestens Bescheid gewusst haben. Wer, was, wann, wo, mit wem. Na, von außerhalb waren die nicht. Aber das kann ja jeder gewesen sein. Ja, jeder mit einem Geldproblem. Ja, wer hat das nicht heutzutage? Na, Herr Bürgermeister, na, was geht? Wie, was geht? Was geht wie? Wie geht's? Ach so. Wo wollt ihr denn hin? Ich dachte, ihr seid... Verhaftet? Nee, wir sind nur vom Dienst suspendiert, aber auch das unschuldig. Ja, aber ihr wisst schon, was in dem Geldtransporter war. Geld? Ja, aber nicht irgendein Geld, sondern mein Geld. Also Steuergeld. Für mich, für Montreal, für die Kommune, für Schule und Soziales, für die Rentner und für deine Oma, Kathi, das blieb. Oh. Ja, wenn das so ist, dann geben wir es wieder zurück. Hm? Ach, Menno. Okay. Und die Pokerrunde heute Abend findet statt? Klar. Also dann, Montreal Celebration. Gut, gut. Pokerrunde? Ja, machen wir doch jeden Freitag. Im Eber. Also er, Rowold und ich. Könnt ihr auch mal vorbeikommen? Ja, so weit kommt's noch. Und jetzt? Naja, bleibt dabei. Wer das Geld findet, hat den Fall gelöst. Das betrifft übrigens auch Ralf und seine Freundin, der Judas. Und wo sollen wir anfangen zu suchen? Am besten am Tatort. Das weiß ich auch. Glauben Sie mir, Ralf, ich weiß, wie Sie sich fühlen. Da kennt man sich seit Jahren, arbeitet miteinander und dann sowas. Aber Kilmer hat doch recht. Ich meine, warum hätte er denn die Masken in seinem eigenen Müll entsorgen sollen? Damit genau das passiert. Sie denken doch, so blöd kann er doch nicht sein. Die muss doch jemand da deponiert haben, um den Verdacht auf ihn zu lenken. Aber in Wahrheit... Oh, verstehe. Aber Kathi... Das blonde Engelchen? Die einfach so eine Leiche aus dem Kühlhaus klaut, damit ihre Wache nicht geschlossen wird? Das wissen Sie? Ralf, wir sind das LKA. Es ist unser Job, alles zu wissen. Mhm. Auch über ihre beiden Ex-Kollegen. Aha. Auch das, was wir noch nicht wissen. Mhm. Was Sie aber herausfinden werden. Meiner einer. Die drei großen S. Für 99% aller Straftaten ist eines der drei großen S verantwortlich. Sucht, Schulden, Sex. Da läuft doch was zwischen den beiden, oder? Oh, nee. Also nicht wirklich. Also, glaube ich. Ich meine, Kathi wird schon wollen. Und Kilmer, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Hab ich's mir doch gedacht. Eine Liaison dangereuse. Dangereuse was? Heimliche Liebschaft. Konspirative Treffen, Orte, von denen niemand weiß. Und wo man sicher sein kann, dass die Beute aus einem Überfall niemals gefunden wird. Ich soll die zwei observieren? Nein, das würden die merken. Und meine Leute fallen hier erst recht auf, wo jeder jeden kennt. Ralf, hören Sie sich mal um.
Zu ihnen haben die Leute Vertrauen. Es gibt immer jemanden, der was weiß, der was gehört oder gesehen hat. Und das perfekte Verbrechen, das gibt's ja gar nicht. Auch nicht bei Polizisten. Ich brauche mal eine Knarre. Ach, wollen Sie ihn erschießen? So wie der aussieht, ist er schon tot. Knarre. Ich habe keine mehr. Ich bin suspendiert. Schon vergessen? So eine Knarre meine ich nicht. Ich meine Knarre fürs Auto. Das lange Ding liegt da hinten auf der Batterie. Lass mich ja nicht gleich so anschreien. Ja. Geht doch. Danke. Also wir können ja auch mit dem Fahrrad fahren. Dann nehmen Sie einfach das von meiner Oma. Bitte. Also ich fahre auf jeden Fall mit dem Auto. Sie können ja gemütlich mit dem Fahrrad hinterherradeln. Hm? Wir fahren aber Schritttempo, verstanden? Nein, bei Ihnen ist ja schon fast egal, aber ich bin definitiv noch zu jung zum Sterben. Hat das LKA Bandi nicht ausdrücklich gesagt, wir dürfen Montreal nicht verlassen? Haben wir das schriftlich? Nee. Dann hat sie auch nichts gesagt. Ach, ja. Was ist denn jetzt los? Nichts, ist nur... Ach, ist egal. Was denn? Naja, ich meine, sie und ich, so allein gegen den Rest der Welt, es ist so... fast wie Bonnie und Clyde. Aber Sie wissen schon, wie das ausgegangen ist mit Bonnie und Clyde. Sie wurden verhaftet? Ja, aber vorher durchsiebt, mit 50 Kugeln. 50 Maschinengewehrkugeln. Also jeder 50. Also insgesamt 100, ne? Plus, minus. Angenommen, Kilmer ist sofort nach der Tat zur Werkstatt gefahren. Wenn er die Beute dabei gehabt hatte, dann kann er sie doch nur auf dem Weg zur Werkstatt oder in der Werkstatt versteckt haben. Lucy, seit 2 Wochen war ich nicht mehr in Montreal. Ich habe dich richtig vermisst. Ach, das sagst du doch zu jeder. Nur zu den Hübschen. Adiot. Man sieht sich. Tschö. Tschö. Ich hab sie nicht gesehen, sorry. Wenn Sie dann Ralf suchen, der... Nee, eigentlich suche ich ein Zimmer. Ah, okay. Für wie lange denn? Ja, das hängt jetzt ganz davon ab, wie lange Ihr Freund und ich brauchen, den Raubüberfall aufzuklären. Wollen Sie lieber ein Zimmer mit Meerblick oder mit Blick auf die Berge? Ich hebe Ihnen mal die 10, ne? Da geht wenigstens die Dusche. Wenn Sie mir das kurz ausfüllen würden. Sagen Sie, Ralf und Sie, wie lange kennen Sie sich eigentlich schon, wenn ich das fragen darf? In so einem Dorf, da kennt jeder jeden. Aber zusammen sind wir erst seit ein paar Wochen. Und seine Kollegen, wie sind die so? Ach, die Karte, die ist süß. Bisschen hektisch und aufgekratzt manchmal, aber bodenständig. Wie die Menschen ja halt so sind. Und Hauptkommissar Kilmer? Naja, der ist nicht unfreundlich. Aber man merkt halt, dass das ein Zugereister ist. Wissen Sie, die 2 Wochen auf Gran Canaria, die waren so schön. Aber nach ein paar Tagen hatte ich Heimweh. Und der Kilmer, der sitzt hier manchmal stundenlang an der Theke, völlig abwesend, so als... Als hätte er Fernweh? Ja, weil dir auch eine 8 Heimweh ist, ne? Heimweh nach der Ferne. Treppe hoch links. Gibt's einen Aufzug? Nee. Oh. Danke. Das ist übrigens eine ganz tolle Hosenanzug, den Sie da anhaben. So was kriegst du ja hier nicht. Hab ich online gekauft. Starfashion.com. Die haben alles, wenn sie mal was suchen. Oh, danke. Wir haben also keine Ahnung, wie die Täter an den anderen Schlüssel für den Streifenwagen gekommen sind, der ja eigentlich sicher verschlossen im Schlüsselkasten in der Wache hing. Genau. Wir wissen aber, dass er irgendwie geklaut wurde und auch irgendwie wieder zurückgebracht wurde. Ja, und ohne die Wache aufzubrechen. Ja, Ihren Schlüssel können Sie ja nicht geklaut haben. Den hatten Sie doch bei sich. Ja, klar. Ich meine, seitdem ist nachts jemand bei mir eingebrochen, ohne dass ich es gemerkt habe, aber bei den knarzenden Dielen und quietschenden Türen. Das ist unmöglich. Schlafen Sie nachts denn so tief und fest, dass Sie nichts mitbekommen? Also gut. Spielen wir das Ganze mal durch.
angenommen, es ist jemand nachts bei mir eingebrochen und hat den Schlüssel aus meiner Uniform geklaut, ja, weil ich ja so tief schlafe. Ja, gut, jetzt spuren wir mal ein Stück weiter, ne? Gut. Landstraße, Geldtransporter, Überfall, Überfall. Wie lange mag der gedauert haben? 5 Minuten maximal. Gut. Dann von hier zu mir. Also spätestens 7:20 muss ja der Streifenwagen wieder bei mir vom Haus gestanden haben. Und der Schlüssel zurück in der Uniform. Die sich zu dem Zeitpunkt wo befand? Auf dem Stuhl neben meinem Bett, da wo sie nachts immer ist. Wo waren Sie eigentlich heute Morgen? 7:20. Im Bett. Und wach. Also wäre jemand in mein Zimmer geschlichen. Hätten Sie natürlich sofort gemerkt. Ja. Und sofort geschossen, weil da war ich ja noch im Besitz meiner Knarre. Mal ernsthaft, ich meine, was suchen wir, was die Spusi nicht längst gesichert hat? Abwarten, abwarten. Also hier sieht man ja genau, dass da vorne der Reifen geplatzt ist von dem Transporter, ja? Dann kam er hier so ins Schleudern und da vorne hat die grünen Markierungen zum Stehen. So, und der Streifenwagen kommt aus Richtung Montreal. Die Route von so einem Transporter ist zwar auf die Minute getimt, aber wie haben die das trotzdem hinbekommen, dass vorher kein anderer Wagen über diese Stachelsterne gefahren ist? Ja, die müssen die Stachelsterne erst ganz kurz bevor der Transporter vorbeikam, auf die Straße gelegt haben. Ganz genau, so sehe ich es auch. Kommen Sie mal mit. Wonach suchen wir? Nach der Stelle, wo man die Straße in beiden Richtungen überblicken kann. Angenommen, Sie wären Obama, ja? Ja, bin ich ja quasi. Also praktisch so der Polizei-Obama von Montreal. Ja. Okay, jetzt nochmal angenommen. Was würden Sie denn mit der Hälfte der Beute machen? Ich denke, ich würde mir einen neuen Wagen kaufen. Also einen neuen, alten Wagen. Ja. Tja, und der Rest, der geht dann sowieso für Benzinkosten drauf. Die schlucken ja so einiges, diese Kisten. Mhm. Ich verwette Ihre Großmutter, dass das hier genau die Stelle ist, wo die Gangster auf den Geldtransporter gewartet haben. Und als klar war, dass der Geldtransporter ca. 60 Sekunden von der Stelle des Überfalls entfernt ist, sind die Täter hier in den Streifenwagen gesprungen und losgefahren. Sie glauben, die hatten die Masken die ganze Zeit auf? Naja, andere Gesichter von den Tätern kennen wir nicht. Ja, stimmt, auch wieder wahr. Gut, weiter. Das war der Reifen. Männer überlegen, was sie tun sollen und rufen in der Leitstelle an. Naja, aber bevor die einen Streifenwagen alarmieren und schicken können. Wir dachten schon, wir müssen. Die Taschen voll! Eigentlich total smarter Plan. Oh ja. Clever, schnell, nicht schlecht. Schauen Sie mal da. Oh. Glauben Sie, er stammt von einem der Täter? Na, der Größe nach zu urteilen, wenn, dann von Obama. Tja, der Spurensicherungskoffer ist natürlich noch im Streifenwagen. Natürlich. Ja. So, das könnte für den Notfall mal reichen. Was ist das denn? Das. Dichtungsschaum? Ja, das ist. Der Kühler tropft manchmal ein bisschen und da schaue mich das Loch mit aus. Oh ja. Mal, wie schafft es die alte Mühle eigentlich jedes Mal wieder durch den TÜV?
Das Dedikat, die Verdächtigen hat, macht mich hirnskrank. Ja, klar. Aber mal ehrlich. Würde das LKA, ich meine, wenn er nicht irgendwo. Ach, du kannst doch nicht im Ernst die Kathi einen Unfall machen. Nein, Kathi. Aber der bleibt jetzt unter uns. Der Kilmer, ich glaube, der hat Spielschulden. Ach, das glaube ich nicht. Doch, der pokert. Liest man doch immer wieder in der Zeitung. Da verspielen Leute Haus und Hof. Das geht ratzfatz. Ach, guck mal, da will einer ein Nagelstudio verkaufen. Ach, dass du das von da aus lesen kannst. Wie, du? Wieso das denn? Wo willst du denn hin? Ich habe ein Angebot. Ich kann ein Nagelstudio auf Malle übernehmen. In Mallorca. Das wird doch viel zu teuer, das Hin und Her geflieht. Ich würde ja dann dort wohnen. In Mallorca? Das ist ja noch schlimmer. Ja, deswegen will ich den Laden ja verkaufen. Ja, wie? Ich denke, das ist ja gemietet. Ja, aber die Einrichtung und alles. Ja, ich habe mich auch schon nach einem Kredit erkundigt. Ja, wollen die denn keine Sicherheit? Ach, Herrgott, Johanna, verstehst du denn nicht? Das ist die Chance. Ich bin noch keine 20 mehr. Ich will noch was erleben. Die Nase voll davon, den alten Bauern hier die Hufe zu feilen. Nee, so habe ich das jetzt nicht gemeint. Also am besten, wir lassen alle Einwohner vor ihren Schuhschränken antreten und diesen Abdruck anprobieren. Hat ja schon bei Aschenputtel geklappt. Als allererstes brauchen wir mal eine neue Wache. Also ich meine eine Ersatzwache, wo wir in Ruhe arbeiten können und diese Beweismittel sammeln können. Was ist denn mit Ihrer Wohnung? Das LKA müsste doch längst fertig sein mit der Durchsuchung. Ja, aber wahrscheinlich nicht nur damit. Meinen Sie, die haben Ihr Haus verwanzt? Hm. Und das meiner Oma? Also, wenn ich das LKA wäre, hätte ich es getan. Rita! Tja, Rita, die sind doch schlimmer als eine Wanze. Wenn die unsere Gespräche mithört, dann weiß das innerhalb von Minuten nicht nur das LKA, sondern ganz Montreal. Haben Sie eine bessere Idee? Naja, meinetwegen. Dann machen Sie Rita klar? Ja. Was machen Sie? Ich werde den Wagen noch mal in die Werkstatt bringen, weil ich glaube, da fehlt noch ein bisschen Feintuning und Vergaser. Feintuning? Ja. Also für mich hört sich das ja eher grobmotorisch an. Tschö, Johanna. Tag, Frau Weber. Oh Gott, Ralf, sorry, ich hab dich gar nicht gesehen. Nicht gesehen, ist klar. Also hast du keinen Abfluss? Ja, doch schon, aber ach, du weißt schon, dieses Fußbadwasser. Hey. Wie war's denn in Gran Canaria? Ach, super. Wir sind auch gestern Abend erst sauspät nach Hause gekommen. Aber sonst, super Hotel, super Pool, super Sonne. Ach Mensch, das freut mich so für dich. Das mit Luzi, wie lief's denn so? Ach, wir lassen's mal langsam angehen, weißt du? Klar, bloß nichts überstürzen. Ja, eben. Sie hat auch so eine schwierige Beziehung hinter sich und ist auch noch nicht so ganz drüber hinweg. Wir hatten deswegen ja auch getrennte Bungalows. Oh. Ja, um den Druck rauszunehmen. Klar. Außerdem hat man dann ja auch die Auswahl, in welchem Bungalow man den Druck rauslässt, hm? Genau. Du hast doch sicher schon gehört. Das von Kathi und Kilmer? Genau. Da ist doch nichts dran. Ja, doch, die Sache ist die. Wir haben leider den begründeten Verdacht. Wir? Ich ermittle für der LKA. Wow. Und die, also wir sind davon überzeugt, dass zumindest einer in die Sache verwickelt ist, wenn nicht sogar beide. Also doch. Ja, wir können das nicht beweisen. Eigentlich will ich das auch gar nicht beweisen, wenn dann höchstens, dass sie unschuldig sind. Ralf, wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann lass es mich wissen.
Das LKA glaubt also, ihr habt absichtlich dilettantische Spuren gelegt, die zu euch führen, um den Verdacht von euch wegzulenken. Ja. Und du bist absolut sicher, dass Kilmer nichts mit der Sache zu tun hat? Ja. Wenn Kilmer wirklich die Nase voll hat von Monreal, dem Kuhmist und der idyllischen Piefigkeit. Kathi, der Mann ist keine 30 mehr. Seine Karriere ist am Ende. Strafversetzt nach Monreal bis ans Ende seiner Tage. Aber so ein Mann wie Kilmer, der kommt damit nicht klar. Der braucht Ablenkung. Ja, und die Art von Ablenkung, die er braucht, die kostet Geld. Ich meine, du kennst doch seine Libido. Ich meine, wie lange kennt ihr euch jetzt? 4 Jahre oder 5? Und hat er in der ganzen Zeit auch nur ein einziges Mal versucht, dich zu... Ja, das ist doch nicht normal. Es sei denn, man stillt seinen Appetit woanders und das kostet eben. Außerdem, aber das ist jetzt nicht von mir. Ich glaube ja, er hat Schulden. Na, was ist das? Was? Das? Also, wenn dir mein Laden nicht sauber genug ist, kannst du dir gerne eine andere Ersatzwache suchen. Von wem sind die? Sag mal. Peter, von wem? Von Ralf. Ich habe ihm aus Versehen Wasser über die Schuhe geschüttet und schrei mich nicht so an. Kilmer? Hm? Kilmer! Was ist passiert? Ja, du, das wüsste ich auch gerne, du. Was liegst du hier rum? Bist du zusammengeklappt? Keine Ahnung. Hast du wieder Abgase geschnüffelt? Du sollst doch die Karre nicht laufen lassen in der Werkstatt. Hab ich dir schon 100 Mal gesagt. Diese kleine Miese. Was wer denn? Hm? Glaubst du, jemand hat dir eine übergebraten, oder? Oh ja. Wieso ist denn das offen? Hast du das? Nee. Fehlt was? Nee. Warum sollte auch jemand meinen alten Blaumann klauen? Vielleicht hat da jemand ja was ganz anderes gesucht. Wer denn? Was denn? Warum? Wir reden später. Sag mal, unten steht meine Karre, die ist schon wieder verreckt. Mir steht's bis hier. Kannst du die bitte klar machen? Egal, was kostet. Na? Hat dich deine neue Chefin ausgesperrt? Die ist nicht da und ich habe keinen Schlüssel. Aber die kommt sicher gleich. Hm. Siehst du, würdest du noch für uns Dorfpolizisten ermitteln, dann hättest du deinen eigenen Schlüssel. Bin großer. Ich habe sehr wohl meinen eigenen Schlüssel. Der hängt drinnen im Schlüsselkasten. Und der ist immer noch versiegelt. Mhm. Wieso hast du nicht mit Kathi oder meinem Schlüssel? Die sind konfisziert und bei Melanie. Melanie? Und schon Verdacht, wer versucht hat, euch die Sache anzuhängen? Ja. Echt? Wer denn? Ja, jetzt... Keine Angst, Melanie ist im Eber und macht sich frisch und das kann dauern. Ralf? Ja? Du hast das falsche Feld gesetzt. Ich werde den Fall nie lösen. Der Abdruck stammt vom Tatort. Ach, und wer hat ihn da draußen entdeckt? Lass mich raten, Kilmer. Er ist Polizist, das ist sein Job. Kathi, das ist genau das, was Ralf meinte. Kilmer wusste schon von dem Abdruck, bevor ihr zum Tatort gefahren seid. Das ist doch so ein Quatsch. Ich meine, dann hätte er doch schon, bevor uns das LKA verhaftet hat, mit Ralf Schuhen, die, während Ralf auf Gran Canaria war, zusammen mit seiner Uniform im Spind in der Wache lagen, am Tatort gewesen sein müssen. Man hätte es auch einfacher sagen können, aber genau. Genau, und wozu? Um einen Abdruck zu hinterlegen, damit ich ihn gemeinsam mit ihm entdecken kann. Überhaupt keinen Sinn. Also das wird ja nur Sinn machen, wenn er Ralf die Sache, pass auf, jetzt kommt's, in die Schuhe schieben wollte. Ja, und vielleicht ist er gerade jetzt damit beschäftigt, die nächste falsche Fährte zu legen. Quatsch! Denk doch wenigstens mal drüber nach. Und sprich mit Ralf. Er ist auf deiner Seite. Glaub mir. Und den Blazer hätte ich dann passend zu den Schuhen. Ja, den Hosenanzug nehme ich trotzdem. Ach, J, schwarz oder beige, ja. Ich sehe das hier gerade vor mir auf dem Bildschirm. Das ist ja beides totschick. Ja, ich müsste das dann meiner Tora sehen. So vorm Spiegel. Ja, und dann, hören Sie, sie hatten letzte Woche so eine Sonderaktion mit Bettwäsche, genau. Mit den Krönchen drauf. Ja, grüne Krönchen, genau, die hätte ich gern auch noch. Schicken Sie mir gleich die pinke noch dazu. Ja, pink und grün, genau. Ja, so die Standardgröße, was weiß ich denn jetzt? Ja, ich habe die Rechnung vor 2 Wochen bezahlt. Soll ich Ihnen den Überweisungsbeleg zukommen? Moment mal, ich bin Beamtin. Und nur weil das Geld noch nicht auf Ihrem Konto gelandet ist, dann müssen Sie mir doch nicht eine Inkassofirma auf den Hals setzen. Nee, wir machen das jetzt ganz anders. Sie klären das mit meinem Anwalt, ja? Ihnen auch. Das war doch nicht, Mensch. 387.
Ich bin's. Kilmer, das ist ja mal eine Überraschung. Klar kann ich eine Kontonummer für dich überprüfen. Die Dame heißt Melanie Marshall und arbeitet fürs LKA. Du weißt aber schon, dass mich das den Job kosten kann, oder? Ich muss Schluss machen. Okay. Mach's gut, danke, ciao. Ja, Oma? Was möchtest du? Ja, bring ich dir mit. Klar. Mhm. Ja, bin ja schon da. Tschüss. Sie glauben, sie sucht die Beute nicht, um uns zu überführen, sondern um das Geld zu unterschlagen? Ja, die Frau läuft in ein Kassoverfahren. Braucht offenbar dringend Geld. Ja, aber deshalb bricht sie bei Horst in die Werkstatt ein und schlägt sie nieder. Wahrscheinlich glaubt sie, dass wir das Geld da versteckt haben. Wer wir? Horst und Sie oder wer? Sie und ich. Wieso rufen Sie mich eigentlich auf meinem Telefon an, wobei Sie genau wissen, dass wir abgehört werden? Ich glaube, ich weiß, zu wem der Schuhabdruck gehört. Ja, zu Ralf oder was? Woher wissen Sie das? Ernsthaft jetzt? Ja. Und Sie wussten es offenbar. Das wusste ich nicht. Ich habe es nur so gesagt, weil mir momentärisch auf den Zeiger geht. Mhm. Ist auch völlig egal. Sie haben doch rausgefunden, dass seine Schuhe zu dem Abdruck passen. Ja, also. Zu dem Sie mich geführt haben. Was soll das jetzt wieder? Nichts. Gar nichts. Doch. So. Oh, doch. Sie glauben nämlich, dass ich diesen Schuhabdruck dahin getrickst habe und dann dafür gesorgt habe, dass wir beide den finden? Vor ein paar Stunden haben Sie mich verdächtigt. Ich habe Sie nicht verdächtigt. Ich wollte nur, dass es Sie nicht in Schwierigkeiten bringt. Ja. Ganz im Gegensatz zu Ihnen, weil Sie verdächtigen mich nämlich wirklich. Was spricht denn auch dagegen? Ich meine, Sie haben den Schlüssel zur Wache, können problemlos an den Ersatzschlüssel zum Streifenwagen kommen und Sie wissen, dass Ralfs Schuhe auf der Wache im Spind lagen. Also sind Sie geradezu der perfekte Tatverdächtige. Ja, gut. Wenn Sie das wirklich meinen, dann fragen Sie doch mal Ralf, ob er nicht vielleicht eine kleine Assistentin braucht beim LKA. Sie haben mir gar nichts zu sagen. Sie sind suspendiert. Mein Gott, ist empfindlich. Ralf, was machst du denn hier? Ich hab doch gekocht, hab ich doch versprochen. Wann? Im Urlaub. Ich hab doch gesagt, so was koche ich auch mal für dich. Kann ich reinkommen? Ja, mal, aber doch nicht gleich. Hast du Besuch? Nee, aber du warst noch nie hier und ich habe nicht aufgeräumt. Das ist doch kein Ding, ich kann dir helfen. Du hast aber viele Schuhe. Ja, das ist so bei Frauen. Oh, aber du kochst auch gern? Naja. Sind das alle Toaster? Ja, die sind alle alt, ich sammle soweit. Sehen aber futsch neu aus. Sag mal, was soll denn das werden? Verhör oder was? Nein. Ja, hört sich aber so an. Hast du Besuch, du hast aber viele Schuhe, sind das alles Toaster? Hey, Luzi. Ich wollte dir doch nur zeigen, dass ich mich für dich interessiere. Ja, Ralf. Und das ist auch ganz toll. Aber erstens habe ich keinen Hunger. Zweitens muss ich wieder abmelden. Und drittens, Ralf, ich glaube, es ist besser, wenn wir uns mal ein paar Tage eine Auszeit nehmen. Ist das jetzt so ein Schlussmachding? Nee, aber ich brauche einfach ein bisschen Zeit für mich zum Nachdenken. Okay? Hallo. Hallo. Ich hab dich gar nicht gesehen. Wie geht's dir? Hunger? Eigentlich total. Was gibt's denn? Oh, sieht das lecker aus. Hm.
fährst doch nicht mit dem Auto zum Eber. Ach du Schande. Mie. Du hast Pokern vergessen? Nee, jetzt. Also, eigentlich nicht. Aber sag mal, bist du sicher, dass du mit deinem Schädel spielen kannst? Na, da mach dir mal keine Sorgen. Da ist alles gut hier oben. Na ja, gut, ist ja nicht mein Geld, ne? Aber zur Feier des Tages spielen wir heute mal richtig. Wie richtig? Ja, ich bring 5 Riesen mit. Wir spielen No Limit. So wie bei dir früher in der Unterwelt. 5.000 Euro? Nee. Ja, komm, 3. Nee. 2? Vergiss es. Okay, pass auf. 500 ohne Limit. Und wenn ich verliere, bringst du mir die Kiste noch mal durch den TÜV. Auch ohne neues Getriebe. Abgemacht. Gut. Hast du schon mal reinschauen können? Mach ich gleich morgen früh als erstes. Versprochen. Ja, versprochen. Übrigens, ich akzeptiere Schuldscheine. Ja, wirst auch müssen, glaube ich. Was ist? Komm. Ja, komm. Ich wusste gar nicht, dass du so gut kochen kannst. Ich dachte, ich versuch's mal mit Liebe geht durch den Magen. Es hat nicht so ganz geklappt. Das tut mir leid. Auch das, was ich heute Morgen zu dir gesagt habe, mit dem nach oben schleimen und so. Entschuldigung. Schon okay. Na und? Ah, Paella? Selbst gemacht. Duftet ja sensationell. Ich hol noch eine Gabel. Guten Abend. Tag, Luzi. Hallo, Horst. Na, wie war der Urlaub? Ach, wie immer zu kurz. Aber Farbe hat sie gekriegt. Ja. Geh schon mal vor, ich komme gleich nach. Luzi, komm zu, du musst mir einen Gefallen tun. Kathi muss hierher kommen, aber du darfst sie auf keinen Fall anrufen. Ja? Du musst sie holen. Ja, ich kann jetzt hier nicht weg. Ich sag dir, du musst 6.000 Euro mitbringen, mindestens. Ja, egal, wo sie es hier holt. Hm? Okay, und sie soll sich beeilen, ja? Okay. Ach, der Gilmer, und schon fertig wird das Runterjochen, den Räubern auf der Spur. Ja, schön wär's. Aber ich befürchte, diesen Fall können wir leider nicht lösen. Jetzt malen Sie mal nicht den Teufel an die Wand, Gilmer. Apropos Drömer. Heute spielen wir mal richtig Poker. Small Blind 10 Euro, Big Blind 20. Limit liegt bei 500. Ja, komm, Jungs. Also wenn richtig Poker, dann richtig, richtig Poker. Small Blind bei 100, No Limit. Was? Da bin ich dabei. Ja, wenn ihr meint. Und mit No Limit meint ihr kein Limit? Ja, ich glaube schon. Also auf geht's, auf geht's. Und eigentlich könnt ihr die Scheine gleich zu mir rüberschieben. Heute ist nämlich mein Tag. Gilmer, 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 überrasch mich doch immer wieder. Jetzt schon? Eigentlich müsste mir der Umstand, dass ich hier gemütlich mit einer Tatverdächtigen zu Abendessen zu denken geben. Ich kenne Kathi und ich weiß, dass sie nichts mit der Sache zu tun hat. Wissen Sie was, entweder Sie vertrauen meinem Urteil oder Sie suspendieren mich auch vom Dienst. Und Gilmer? Legen Sie für den auch eine Hand ins Feuer? 3 Finger. Und Sie? Ganz ehrlich jetzt mal. 4 Finger. 4,5, 5. Ich habe vor einem Jahr einen Drogendealer überführt. Der war für 3 Auftragsmorde verantwortlich. Das war mein Partner. Und mein Ex-Mann. Für den hätte ich beide Hände ins Feuer gelegt. Die Garnelen wie Butter. Hier bist du. Ich habe dich schon überall gesehen. Kann ich mal kurz mit dir sprechen? Klar? Ja? 200. Ich erhöhe um 250. Ich auch. Ja. 300. Ach komm, nix für Unmut, Gilmer. Bei einem No-Limit-Cash-Game kannst du da nicht endlos Spielgeld in den Pott schmeißen. Ja.
Ja, gut. Kleine Unterbrechung. Cash besorgen. Gut. Sag mal. Geld dabei? Das überlege ich mir spontan. Je nachdem, wen Sie mir diesmal als Täter verkaufen wollen. Rowohlt. Er hat dasselbe Profil an den Schuhen wie Ralf. Und? Wie und? Ja, ist das alles? Meine Ralfs Schuhe sind ja schließlich keine Unikate. Könnten Sie vielleicht einmal konstruktiv nerven? Ach, ich kann auch einfach wieder gehen. Kathi, denken Sie einmal kurz daran, was Sie heute Morgen gesagt haben, nachdem wir uns frisch suspendiert dazu entschlossen haben, den Fall selbst zu lösen. Dass es jeder gewesen sein kann. Ja. Also auch Leute, die wir schon seit Jahren kennen. Ja. Ich bin raus. Weil ja, jeder in die Situation kommen kann, dass er finanziell mit dem Rücken zur Wand steht und nicht mehr weiter weiß. Ja, vielleicht nicht ganz so blumig, aber es waren Ihre Worte. Hören Sie, ich habe vielleicht jetzt die einmalige Chance, Rowohlt dazu zu bringen, uns zur Beute zu führen. Vorausgesetzt, er war am Überfall beteiligt, ne? Wir müssen es doch wenigstens mal versuchen. Dazu brauchen Sie jetzt 6.000 Euro? Ja, Horst hat 5.000 und ich werde versuchen, den Pott auf über 10.000 hochzujagen. Dann muss er entweder aussteigen oder Geld holen. Also gut, ich habe jetzt hier die 15.000 von meiner Oma. Melanie hat sie mir zurückgegeben. Ach, Melanie? Ach, die Damen sind schon beim Du, ja? Und schon bin ich weg. Moment, ich dachte, Sie brauchen 6.000. Ja, aber sicher ist sicher. Kinder, ich warne Sie. Wenn Sie das Geld von meiner Oma verzocken. Bin ich ein toter Mann, ich weiß. Ja, toter als tot. Wilma? Ja, komm schon! Warten Sie draußen, wenn er rauskommt, verfolgen wir ihn, okay? Danke. Männer. Okay, ich erhöhe um 500. Geh mit. Bin raus, Leute. Ich bin dabei. So. Und es gibt eine neue Karte. Okay, nochmal 500. 1, 2. 3, 4, 5. Fünfhundert. Und noch mal 500. Ist mir zu heiß, ich bin raus. Jetzt wird's spannend. 10 Minuten, dann besorge ich Nachschub. Von mir aus hast du die ganze Nacht. Gut. Träum mal passend gut auf, dass der Kilmer nicht meine Karten anrührt. Ist klar. Oh, ich glaube, ich gebe mir auch mal die Beine vertreten. Verdammt, ich bin ja schon raus. Wo ist er lang? Vorsicht, Sie dürfen uns auf keinen Fall entdecken. Jetzt nochmal zum Mitschreiben. Wir verfolgen Rowohlt und zur Sicherheit auch Kilmer, aber nicht Kathi, oder? Ralf, wenn das was werden soll mit Ihnen und dem LKA, müssen Sie sich daran gewöhnen, jeden zu verfolgen, solange der Fall nicht abgeschlossen ist. Mechaniker für Autorennen gearbeitet hat, kannte er ziemlich viele Leute. Vielleicht war es ja so ein Boxen, oder? Aber der Autoschlüssel. Ich meine,
Wie soll er denn an den Zweitschlüssel für den Dienstwagen gekommen sein? Ja, keine Ahnung, aber das wird uns schon verraten, wenn wir die Beute gefunden haben. Los jetzt! So, das haben wir jetzt von dem ständigen Gequassel. Klugscheiße. Was? Nichts. Ich da lang, sie da lang. Nee, Moment, ich... Was ist denn jetzt los? Es sieht aus, als hätten Sie Robert verloren. Wem wollen wir jetzt? Haben Sie Ihre Dienstwaffe dabei? Die ist zu Hause. Ich hatte schon Feierabend, kommt keiner riechen. Ist ja schon gut. Okay, Sie Karte, ich gehe mal. Etwa? Richtig. Ich wollte. Stehen bleiben oder ich schieße! Aufstehen und die Hände hoch. Was soll das jetzt? Ich will Ihre Hände sehen. Werfen Sie Ihre Waffe weg. Ich habe keine Waffe. Die haben Sie mir weggenommen. Umdrehen, Hände an die Wand und Beine auseinander. Na los. Komm. Ja. Oh, das macht Ihnen Spaß. Ne? So, wenn Sie keine Waffe haben, wieso rufen Sie dann stehen bleiben oder ich schieße? Wenn ich eine Waffe habe, wieso habe ich ihn dann erschlagen? Ich stelle hier die Fragen. Da ist jemand weggelaufen und ich habe gehofft, dass er nicht weiß, dass ich keine Waffe habe. Und wir stehen hier rum, halten Kaffeeklatsch und der Mörder muss doch ganz in der Nähe sein. Ja, das glaube ich allerdings auch sehr nah sogar. Ralf, Handschellen anlegen. Kathi, Sie alarmieren die Spurensicherung. Ist tot. Na los. Polizei Monreal, spur Sie einmal bitte zur Werkstatt, Robert. Genau, danke. Schön gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass das hier aus dem Überfall stammt. Horst Rowohlt war Obama? Ja, und Merkel ist jetzt mit 600.000 Euro minus dem Päckchen 50er hier entkommen. Toll! Abführen. Abführen? Abführen, lächerlich. Was soll das eigentlich? Was soll das? Habe ich vielleicht die Beute bei mir? Nein. Vielleicht ist Rowohlt ja unschuldig und musste sterben, weil er die Beute gefunden hat, die Sie hier mit Ihrer Komplizin versteckt hatten. Ja, alles klar. Na los, abführen! Zahnbürste. Tada! Hey. Danke. Das Geld im Kofferraum stammt aus dem Überfall. Mhm. Das LKA hat außerdem die von Roberts Provider gespeicherten Ortungsdaten seines Smartphones überprüfen lassen. Aha. Ja. Ich weiß, Sie haben noch so ein altes Gerät mit Wählscheibe, aber hätten Sie moderneres, dann wüssten Sie, dass man die Teile orten kann. Ja, jetzt weiß ich es ja, oder? Also, das Smartphone von Rowohlt befand sich zum Zeitpunkt des Überfalls in seiner Werkstatt. Was nicht beweist, dass er nicht am Überfall beteiligt war, sondern lediglich den Verdacht nahelegt, dass er kein Handy dabei hatte. Mhm. So, Sie fragen sich jetzt sicher, also wenn es so einfach ist, warum checkt er nicht das LKA alle Handys, die zum Tatzeitpunkt am Tatort geortet wurden? Abgesehen von denen der Fahrer, natürlich. Dann wäre ja der Fall gelöst. Und?
hat Melanie veranlasst, Fehlanzeige, weil die Merkel hat offenbar auch kein Smartphone. Und Sie sind jetzt extra hergekommen, um mir das alles zu erzählen, oder wie? Nein, die Spusi hat das Blutspritzmuster in der Werkstatt ausgewertet. Also wenn sie Rowohlt erschlagen hätten, dann hätte nicht nur ihre Hand, sondern ihre gesamte Kleidung Blutspritzer aufweisen müssen. Hat sie aber nicht. Somit können sie Rowohlt überhaupt nicht umgebracht haben. Ja, und wann komme ich das hier endlich raus? Jetzt? Also, sobald ich aufgeschlossen habe. Ist die Suspendierung also wieder aufgehoben, oder wie? Nein, sie wurden rausgelassen, weil sie nicht der Mörder sein können. Aber solange nicht festgestellt wurde, dass wir nicht die Räuber sind, sind wir natürlich noch suspendiert. Okay. Wo steckt eigentlich Ralf? Er holt uns einen Streifenwagen von der KTU und dann treffen wir uns bei drunter und drüber. Wo? Hier. Morgen. Morgen. Roberts Kreditkartenabrechnung. Der scheint in den letzten Monaten öfter mal eingekauft zu haben. Aha, drunter und drüber, Boutique für Damenunterbekleidung. Ja, hier, Dessous, BHs, Tangas. Der ganze Kram, den Sie Ihren Mädels so mitbringen, wenn Sie auf Dienstreise sind. Ja, witzig. Ich hoffe, ihr habt die Finger von meinem Auto gelassen. Nämlich ein Oldtimer, der ist sehr sensibel, ja? Also Horst und ich waren ja nicht die besten Kumpels, ja, aber ich glaube nicht, dass er das Zeug für sich selbst gekauft hat. Nee, aber vielleicht für Angie? Also hat Horst mich in der Werkstatt umgehauen, weil wahrscheinlich die Beute im Schrank versteckt war, ja? Und als sie über waren, hat er die Beute aus dem Schrank genommen und die Blaumänner reingestopft. Oder? Was ich nicht verstehe, ist, wenn wir immer noch suspendiert sind, wie kommen Sie dann an diese Belege? Hm? Über Ralf. Aha. Ja. Also, Ralf glaubt, dass Melanie in Wirklichkeit nicht nur gegen uns, sondern auch gegen ihn ermittelt. Wahrscheinlich gegen jeden anderen Menschen auf dieser Welt außer sich selbst. Ah. Da traut Ralf also doch eher uns zu, dass wir den Fall lösen. Und nicht seinen neuen Freunden vom LKA. Hm? Interessant. Ja, worüber Sie sich freuen sollten, anstatt so nachtragend zu sein. So, jetzt finden wir Angie und die Beute und alles wird wie früher. Ja, los, rein. Scheiß Kara, als ob ich lebensmüde bin. Ja, das ist doch mal ein Sound, hä? Super. Wussten Sie eigentlich, dass Rowohlt Schulden hatte? Über 200.000 Euro? Über 200.000, ja. Wow. Seine Werkstatt stand kurz vor der Zwangsversteigerung. Ach, der hat sich aber nichts anmerken lassen. Na gut, wenn man sich überlegt, was er in den Laden investiert hat, der hat sich wahrscheinlich total verkalkuliert, ja? Klar. Ein ehemaliger Rennstallmechaniker, eine Hightech-Werkstatt und einen Steinwurf vom Nürburgring entfernt. Wahrscheinlich gehofft, dass die ganzen Hobbyrennfahrer ihm die Bude einrennen. Ja. Wahrscheinlich war ich sein bester Kunde. Oh Gott, da kann man ja nur pleite gehen. Hallo. So, und ihr zwei gebt euch jetzt erstmal die Hand. Einer für alle, alle für einen. Kreativ. Hm? Ralf? Tut mir leid. Ja, ist schon okay. Hm? Ja, mir tut's auch leid. Hm? Ja, einen schönen Tag. Ach ja, die Versöhnung ist doch immer wieder am schönsten. Wer von den beiden Herren sucht denn was zur Feier des Tages? Ah nee, das ist ein Missverständnis. Wir sind von der Polizei. Lieber. Kilmer. Ja, unter der Uniform sind wir alle gleich. Genau, so sehe ich es auch. Können Sie sich an den Mann erinnern? Der war Kunde bei Ihnen. War ist der? Ja, leider. Naja, so viele Männer trauen sich hier ja nicht rein, aber er hatte sehr genaue Vorstellungen davon, was seine Herzensdame tragen sollte. Das heißt also, seine Herzensdame selbst war nie mit dabei? Nein. Aber ich kann Ihnen zeigen, was er gekauft hat. Mhm. Gerne, ja. Hier. Oh, viel Stoff ist es ja nicht. 120 Euro. Ja, manchmal ist weniger mehr. Also ich glaube, er hat eine 36 gekauft und den BH in 75B. Mhm. Aber ich kann mal nachschauen. Ach, das wäre ganz reizend, danke. Ja. Und wenn Sie schon dabei sind, eine Liste der Kunden wäre ganz toll. Vielleicht wurde ihm ja Ihr Laden empfohlen von seiner Herzensdame. Ja. Andrea? Anja? Oder Angie? Nee, Adi.
Scheiße, ich wollte so eine Prepaid-Karte besorgen. Ich bin gleich wieder da. Mhm. Adi, ich bin's. Was hast du rausgefunden? Melanie Marshall ist seit 4 Jahren beim LKA. Vor einem Jahr hat sie... Hat sie ihren Ex überführt, hat mit Drogen gedealt. Das weiß ich schon. Ja, aber weißt du auch, dass sie während dem Prozess noch verheiratet waren? Ja, und? Rate mal, wer auf den Anwaltskosten sitzen geblieben ist. So. Dankeschön. Entschuldigung? Ja? Das gefällt Ihnen. Ja, also ich wusste nur nicht, dass... Dass es Frauen gibt, die sowas tragen? Doch, schon. Aber dass es Männer gibt, die... Die sowas verschenken? Ja. Es ist eines der wenigen Geschenke, die nicht nur der Beschenkten, sondern dem Schenker selbst große Freude bereiten. Außerdem ist es das einzige Geschenk, das man gemeinsam auspacken kann. Sie verstehen, was ich meine? Ja. Das Wichtigste, wenn Sie einer Frau so ein delikates Geschenk machen wollen, ist, dass Sie ihr das Gefühl geben, Sie wissen alles über sie. Alles? Alles. Das Zweitwichtigste, aber genauso wichtig wie das Erste, ist, dass die Frau das Gefühl hat, sie weiß nichts über sie. Nichts über mich? Richtig. Es sind nämlich die Geheimnisse und nur die, die wahre Leidenschaft entfachen. Sie verstehen? Also, ich wäre dann soweit, wenn's... Ich komm. Okay, vielen Dank nochmal, ja? Wiedersehen. Dankeschön. Gut. Entschuldigung. Ja. Ich würde genau das nehmen. In der Größe. Gerne. Jemand auf der Liste, den wir kennen? Mhm. Hier. Rita. Naja, nach meiner Erfahrung hat sie Größe 36 und gerade noch Körbchengröße B. Wie Ihrer Erfahrung nach mit Rita? Soll das etwa heißen, Sie und Rita? Ich bin Rita. Ja, morgens, mittags, abends und das seit 4 Jahren. Biber, nach meiner langjährigen und intensiven Erfahrung mit Frauen kann ich, glaube ich, ganz gut beurteilen, was der Körbchengröße... Ja, aber Rita... Die will doch ihren Laden hier verkaufen, nach Mallorca ziehen und da ein Nagelstudio übernehmen. Aha. Für wie viel? 30.000. Schon Kredit bei der Bank beantragt. Ja, warum soll sie das tun, wenn ihr die Hälfte von 600.000 gehört? Ja? Ah, Psychologie, damit jeder denkt, warum sollte sie das tun? Genau. Sag mal, mit Rowold und Rita, lief da mal was, oder? Keine Ahnung. Na ja, gut, so ein Kaffee in Montreal hat irgendwann jeder mit jedem mal was. So jemand wie Rita, meine ich. Und der sollten wir jetzt mal ganz dringend einen Besuch abstatten. Kommen Sie? Ja. Ich fahre im Streifenwagen mit. Ja, ist gut. Irgendwann fliegt ihm die Kiste noch um die Ohren. Was? Was soll das heißen? Jemand sammelt Informationen über mich. LKA Frankfurt. Nee, keine Ahnung. Sag mal, kannst du zurückverfolgen, wer sich da für mich interessiert? Okay, trotzdem danke für die Info. Und, habe ich dir zu viel versprochen? Naja, schon ganz schön knallig, ne? Wenn es eine tragen kann, dann du. Und dem Ralf wird das auch gefallen, glaub mir. Wie läuft's denn so bei euch? Ach, Ralf ist ein Schatz. Der ist so lieb und bemüht. Aber ich schlepp halt immer noch den ganzen Mist mit meinem Ex rum. Das hat er nicht verdient. Aber du willst doch nicht Schluss machen. Naja, was heißt denn Schluss machen? Hat ja noch Janet richtig angefangen. Ich bin aber noch nicht bereit für eine neue Beziehung, verstehst du das? Ja klar, aber gib ihm eine Chance. Und dir auch. Er ist es wert, glaub mir. Herr Kilmer! Peter, wir müssen reden. Hey, Luzi. Hi. Ja, 10 Minuten, dann ist Luzi fertig. Tut mir leid, aber das ist wichtig. Luzi, bitte. Oh, toller Nagel. Ach, danke. Was gibt es denn so Dringendes? Sie haben doch von Robert gehört, oder? Ja, schrecklich, oder? Naja. Sie und Rowold, gab's da... Nein, warum fragt ihr? Naja, wir haben da was bei Rowold gefunden. Was meint ihr mit gefunden? Ihr könnt da gar nichts gefunden haben. Mhm. Und wenn doch? Horst hat mir hoch und heilig versprochen, dass er sie vernichtet, alle. Und ich hab noch gesagt, Horst hab ich gesagt, ich mach das nur, wenn die am Ende ästhetisch sind und natürlich rüberkommen. Aber nach dieser ganzen Rumretuschiererei am Computer, also wirklich, ich meine, hab ich es nötig, retuschiert zu werden? Ich hab ja nichts gegen's Pimpen. Echt nicht.
Aber da sehe ich doch aus, als wäre ich aufblasbar. Marita, hm? Wovon redest du? Ja, von den Fotos. Vom Nürburgring. Für den Werkstattkalender, die er offenbar bei Rowold gefunden hat. Obwohl er mir geschworen hat, sie alle zu löschen und zu vernichten. Mhm. Gut, wir haben da keine Fotos gefunden, sondern Belege. Von drunter und drüber. Oh. Mhm. So, jetzt du und Rowold, wart ihr zusammen? Herrgott, nein! Oh, Kimma! Er hat auch nie für sie Dessous gekauft. Hm? Für die Fotos zum Beispiel. Natürlich nicht. So was kauft man sich selber oder man lässt es sich von jemandem schenken, den man liebt. Ja, mhm. Meine Worte. Ralf? Ralf! Mhm. Dann hoppelt ihr eben hinterher. Ja. Meine Herren. Das tut mir leid, jetzt hier. Taschentücher? Schublade? Mhm. Kathi, schön sind wir. Was ist das denn? Das ist ein Ticket. Aber nicht nach Mallorca, sondern in den Knast. Hab ich's mir doch gedacht. Frau Marschall? Ja? Den haben wir in der Werkstatt gefunden, in der Schachtel voller Schlüssel. Aber das ist der einzige, der hier zu keinem Schloss passt. Ralf, das ist jetzt ganz ungünstig. Lucy, ich weiß alles. Wovon redest du? Du hast gedacht, ich würde dich nicht durchschauen. Hast du was getrunken? Lucy, die Zeit der Spielchen ist vorbei. Ralf, was soll das werden? Du hast geglaubt, du kennst mich. Niemand kennt mich. Ich? Ein Buch mit 7 Siegeln. Aber ich weiß alles über dich. Was glaubst du, was ich hier habe? Hm? Du trainierst viel. Das sieht man deinem Körper an. Weißt du, ich ermittle in einem Raub und in einem Mord. Und dabei mache ich eine Entdeckung und auf einmal geht alles drunter und drüber. Tragen, ich weiß. Oh, Lucy. Wieso habt ihr keinen Schlüssel für eure Wache? Weil die konfisziert wurden. Das heißt, ihr seid immer noch suspendiert? Ja, formal gesehen. Dann hättet ihr mich überhaupt nicht festnehmen dürfen. Rita, wir haben sie auch nicht festgenommen. Wir halten sie fest, bis die richtige Polizei kommt. Oh, da ist auch schon die erwachsene Polizei. Ist das Ihr neuer Vorschlag für die Lösung für unseren Fall? Außer, dass noch der Rest der Beute fehlt? Wie oft soll ich euch denn noch sagen? Ich habe keine Ahnung, wie das Geld in meinen Laden gekommen ist. Was haben Sie denn so anzubieten, Frau Marschall? Außer, dass ich Ihnen schöne Grüße von Adi bestellen soll. Oh, scheiße. Ach, was soll's. Ich bin ja nicht nachtragend. An Ihrer Stelle hätte ich das wahrscheinlich genauso getan. Aber eins möchte ich mal klarstellen. Diese Kanzlei, die hatte kein Recht, mir ein Inkassounternehmen auf den Hals zu setzen. Ich habe die Anwaltskosten für meinen Ex bezahlt, und zwar jeden Cent. Das ist doch toll.
Wer von Ihnen ist denn gut im Kopfrechnen? Sie haben gesagt, es gäbe drei Schlüssel für die Wache. Ich habe hier Ihre zwei. Ralfs hängt drin im Schlüsselkasten, macht drei. Aber wo kommt denn dann der vierte her? Haben Sie den bei Rowald gefunden? Ja. Ich will jemanden Schlüssel nachmachen lassen. Nee, das geht nicht. Das ist ein Spezialschlüssel. Also da braucht man einen Sicherheitsbrief und ein Spezialrohling. Das ist ausgeschlossen. Okay, damit kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Aber die Existenz eines vierten Schlüssels würde doch eigentlich bedeuten, dass Sie nicht länger vom Dienst suspendiert sind. Abwarten. Ich habe da nämlich einen Verdacht. Dass es in Wahrheit gar keinen vierten Schlüssel gibt? Ganz genau. Das ist der, den Sie bei Rowald gefunden haben, Ralfs. Und der im Schlüsselkasten? Ich war doch dabei, als Ralf den Schlüssel zurück in den Kasten gehängt und sich in den Urlaub verabschiedet hat. Nicht seinen Schlüssel. Diesen Schlüssel. Das hier ist Ralfs Schlüssel. Okay, bevor wir jetzt alle in die Autos springen und zu Ralf rasen, möchte ich doch mal eins hier vorzeugen. Festhalten, bitte, ja? Frau Marschall. Liege ich richtig mit der Annahme, dass das über jeden Zweifel erhabene LKA sich gestern auf die Aussage meiner Kollegin Biber verlassen hat, der Drittschlüssel, also Ralfs Schlüssel, würde in diesem Schlüsselkasten sich befinden, ohne das nochmal überprüft oder den Schlüssel ausprobiert zu haben? Was nicht zwingend bedeutet, dass wir den Fall schon gelöst hätten. Nein. Ich wollte es nur mal so nochmal bemerkt haben. Seht euch das mal an. Das ist Pink Dazzle, der Nagellack, den Sie verschüttet haben. Ja, aber ich hatte davon nichts an den Händen. Wie kommt sie denn ins Geld? Luzi, hast du sie an irgendeinem Punkt allein gelassen? Ja, ich habe Teewasser aufgesetzt, als ich mit ihrer ersten Hand fertig war. Ich schultert alles nicht. So ein Idiot. Das war alles nur gelogen. Du und Rowald, ihr habt mich schon nur benutzt. Nee, das ist nicht wahr. Gut, am Anfang, da ging es nur darum, an die Schlüssel von der Wache zu kommen und die auszutauschen. Ralf. Lass mich schnell an. Luzi hat die Schlüssel vertauscht. Ralf hat den falschen zurück in die Wache gehängt. Und somit hatte Rowald jederzeit Zutritt zur Wache. Ja, und während Ralf in Urlaub war, konnte er jede Nacht in die Wache marschieren und sich die aktuellen Routenpläne für die Geldtransporter besorgen. Ja? Und so ganz in Ruhe den Überfall planen. Und wieso hat Luzi ihn umgebracht? Vielleicht waren ihr die Hälfte von 600.000 nicht genug? Nein, die hatte Angst. Als die Karte gestern mit dem Geld in den Eber gekommen ist, da hat der Kilmer zu ihr gesagt, dass er weiß, dass der Rowald der Obama ist. Und du wusstest, wenn wir Rowald überführen, würden wir dich auch kriegen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Auf einmal hatte ich die Stange vom Barhinheber in der Hand. Luzi, lass den Schwachsinn. So, bist du mal wieder herrlich im Dienst. Voller Montur. Ich hoffe trotzdem, dass wir die nicht brauchen. Luzi, lass das doch sein. Das macht doch keinen Sinn. Was weg! Lass eure Waffe runter! Ab die Motorhaube! Leg das Auto dort! So, zurück! Zurück! So, Autoschlüssel, Handys! Los! Hier rein! Sie nehmen Sie doch Vernunft an. Ach, halt die Klappe, Mann! Deine Autoschlüssel! Einsteigen, schließ den Wagen kurz. Oh.
mit der Kiste. Was? Ja, wie sollen wir die denn jemals einholen? Wir müssen den Weg abschneiden. Ich krieg die nicht. Einziges Mal an diesem Ungetüm rumschrauben sie, bringen sie um. Klingt fair. Zuerst den Schrauber verloren, dann das Auto, aber sie tragen es mit Fassung. Respekt, Herr Hauptkommissar. Das täuscht. Ich bin nur schon leer geweint. Also nach innen. Na, dann passen Sie gut auf, dass er nicht dehydriert ist, bis der Wagen aus der Reparatur kommt. Ja, also, um ehrlich zu sein, hoffe ich, der überlebt die Notoperation nicht. Ja, das Teil ist ja gemeingefährlich. Ich gehöre eben nicht zu dieser Wegwerfgeneration. Wenn ich was mag, dann halte ich es doch gern. Und Sie sind sicher, dass Sie es nicht in Koblenz versuchen wollen? Ja. Man muss wissen, wo man hingehört. Und ich gehöre in eine Uniform. Na dann, leben Sie wohl. Nichts für ungut. Tja, Fall gelöst, alle happy. Außer Ralf. Ja, und mir. Und Rita. Rita hat's doch am besten getroffen. Was? Sie zieht nach Malle. Nein, das war alles nur ein Internetmarsch mit dem Nagelstudio, um so gutgläubigen Mädels wie Rita die Anzahlung aus der Tasche zu ziehen. Echt? Ja. Ach, apropos, wo ist denn der Gewinn vom Poker? Welcher Gewinn? Wie, welcher Gewinn? Da waren über 10.000 Euro im Pott. Drömmer ist ausgestiegen, Rowold ist tot und gehört das Geld mir. Ja, oder genau genommen meiner Oma. Immerhin war es ja auch ihr Einsatz. Moment, Sie haben doch nicht tatsächlich... Ich muss los. Kathi, bleiben Sie mal hier. Kathi? Hey, Kathi, Moment, einen Moment! Halt stehen, bleib Polizei!